Let's hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Minecraft Vivere. Wir stehen hier vor dem Grab von Alan Rickman. In der Zwischenzeit sind einige Blümchen von unterschiedlichen Leuten dazugekommen. Vielleicht doch alle von derselben Person, ich weiß es nicht. Und das Grab wurde etwas verschönert. Ja. Und genau, ich wollte einfach mit dem hier anfangen, weil was kann es Schöneres geben als den Start in ein Video mit dem Blick auf ein Grab. Und dann habe ich noch das hier entdeckt. Ein riesiges Geschenk für Benjo. Bitte im Video öffnen. Das werden wir tun. Dazu holen wir uns nur ganz geschwind etwas zum Essen. Und eine Spitzhacke. Da war doch eine. So, genau. So. In der Kiste ist schon mal nichts drin. So. Jetzt bin ich gespannt. Ein Halt dein Maultier! Boah, ist ja cool. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber ich hab in der... Ja. Du bist doch kein Esel. Geh da runter. Wir haben in der... in einer der letzten Folgen war ich auf dieser Eisinsel. Und da habe ich gesehen, oh, okay, da steht ein Halt dein Maultier. Ah, da ist sogar schon was drin. Also hier auf jeden Fall der Todesstern mit... Oh mein Gott. Das Wortspiel. Und ich habe gesagt, das ist ja mal die beste Idee überhaupt. Und jetzt habe ich selbst von Coco Fund ein Halt dein Maultier geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt cool. Boah, voll cool. Okay, gut, dann mit unserem Halt dein Maultier machen wir uns jetzt auf die Reise. Oder tun wir das überhaupt? Ich weiß, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Das ist der Blaturm. Und hier, das ist der Blähturm. Okay, alles klar. Schön. Oh Gott. Das ist ja echt. Guckt euch das an. Hat man schon mal etwas Majestätischeres gesehen? Da muss man auf jeden Fall mal hier eine Lobgabe bringen. So. Gut. Der Blau und der Blähturm. Ich habe Angst, mit dem Pferd da drüber, mit dem Maultier da drüber zu reiten. Deswegen nehmen wir lieber diese Brücke hier. Aber ich glaube, hier hinten waren wir schon. Ich glaube, hier habe ich mittlerweile alles gezeigt, was existiert. Die Brücke sieht echt hammergut aus. Boah. Von wem ist die? Das ist ja echt, kann man das... Nee. Das ist ja... einfach der Hammer. Okay. Und auch das Haus sieht richtig gut aus. Oh mein Gott. Wenn es das ist, was ich denke. Wenn es das ist, was ich denke, dann... Alter. Dann liebe ich die Person, die das gebaut hat. Alter, ja. Es ist der Fuchsbau. Oh mein Gott. Wie cool. Er sieht so gut aus. Ohne Spaß. Er sieht so mega awesome aus. Boah. Also, ihr kennt mich ja sicherlich als den größten Harry Potter Fan. Des Planeten und den größten Revenant-Fan. Und den größten Fluch der Karibik-Fan natürlich. Aber das ist ja, es ist der Hammer. Es ist so gut. Es ist so krass geil. Also ich bin gerade echt mega euphorisch. Oh mein Gott, es sieht so cool aus. Man fühlt sich richtig wie in Harry Potter. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das genial. Ist das genial. Ohne Spaß, ich muss den nochmal von unten sehen. Alter, es ist so schön. So gut geworden. Oh mein Gott. Ich bin gerade so geflasht. Ich kann gar nicht mehr reden. Das ist zu gut. Das ist einfach zu genial. Alter. Guckt euch das an. Das sieht aus wie in Harry Potter. Es ist der Hammer. Es ist einfach... Es ist... Oh mein Gott. Es ist so gut geworden. Es ist so richtig gut. Ich weiß, euch juckt es gerade überhaupt nicht. Ich merke das.
Aber es ist, oh mein Gott, bin gerade wirklich, von wem ist es jetzt? Ich habe immer noch nicht geschaut. Gebaut von Drawn King. Oh mein Gott, Drawn, du bist ein Gott. Das ist der Hammer. Alter, wie gut. Wie genial das gebaut ist. Okay, das ist echt krass. Hammer gut. Echt. Einfach nur genial. So. Was macht? Halt dein Maul da. So. Genau. Es ist, okay, na gut. Ich habe jetzt genug geschwärmt. Es ist einfach, also ich find's so genial. Oh mein Gott. Oh. Oh, puh. Okay. Hier ist eine Pilzkuhfarm. Jetzt hier Wasser und Lava. Das sieht schon mal cool aus. Okay, dann gehen wir mal rein. Mhm. Oh mein Gott. Okay, da gehen viele, viele Treppen nach oben. Wir schauen einfach mal, was uns oben erwartet. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Es ist ein Lehrling. Ah, der Lehrling des Feuers. Okay. Kann man die Kiste überhaupt öffnen, wenn die da ist? Nö. Gut. Der Lehrling des Feuers hier ist der Lehrling der Erde. Feuer, Erde, okay. Feuer, Erde, Wasser, aha. Okay. Finde ich gut. Okay, das ist ja. Gut. Vielen Dank dafür, Dusty. Okay, ja, dann war's das wohl hier oben. Der Luftlehrling hat mir etwas gefehlt. Andererseits ist die Luft ja schon ausgestorben. Die Luft ist ausgestorben. Nein, ich meine, die Luftbändiger sind ausgestorben. Nur noch der Avatar ist der letzte überlebende Luftbändiger. Aber er kann ja sowieso Luft bändigen, ist ja der Avatar. Naja, so ist mein Pferd noch da, sieht gut aus. Dann bauen wir dich noch frei. Hier hängt noch ein schwarzes Brett. Ich bin gerade etwas, ihr merkt schon, ich versuche die Folge zu strecken. Aber was bringt's? Ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Eigentlich hatte ich bloß vor, dieses Maultier da rauszuholen. Aber das ging doch etwas schnell. Ich hatte oft erhofft, dass in dieser Kiste noch jede Menge Rätsel auf mich warten. Oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann... Moment, so kann man das ja nicht machen. So, genau. Ich hoffe, die Folge hat euch dennoch gefallen, obwohl sie jetzt vermutlich etwas kürzer ist. Wenn dem so ist, dann freut mich das sehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.